Ja, und damit auch einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Valheim. Ich bin tot. Mike, wie geht's dir? Auch. Ja, nice. Ja, irgendwie ist, ne, dieses in der Nähe von Besen, da spawnt nix. Ja, außer Bomber, Zecken und alles andere Geschieß. Aber unser Extrahierer ist am Extrahieren dementsprechend gar kein Problem. Kurz pennen? Ja. Sieht recht dunkel aus hier draußen. Ah, ne, ich kann nicht schlafen. Können nicht schlafen. Das. Falsches Portal, Yogi. Ja, ich weiß. Das Vieh hat halt eben mal ganz, ganz entspannt unsere Base angebombt. Wart kurz, wart kurz, wart. Okay, wart nicht kurz. Zu spät. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Och, nee, jetzt sind hier drei Zecken drin. Will dich verarschen. Vier Ja. sogar. Ja. Das ist ja der Grund, warum ich eben hier Probleme hatte. Ja, ich bin ganz woanders gestorben. Ich wollte eigentlich So. Ike hier aktivieren, aber ne. Nein, nein! Ach, Scheißdreck! Ich habe mein Steam-Overlay geöffnet statt das Inventar. Hey, die greifen einfach unsere Base. Oh Scheiße, die greifen vor allem das Portal an. Okay, ich muss durch das Portal durch, muss anschließend meinen Loot nehmen, muss die alle abstechen. Zack, 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 zack. Und dann, dann ist eigentlich alles wieder gut. Würde ich behaupten. Okay. Bitte lass sie nicht angreifen, bevor ich was sehe. Dankeschön. So, Loot ist gelootet. Willst du was schnabulieren? Für mehr Leben. Sehr schön. Hammer gemacht. Nein, 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 nein. Ich bin gerollt. Du kannst mir gar nichts. Ich rolle weg. Ich Der Zeck rolle ist weg. total. Ach du Scheiße, hier draußen sind ja noch mehr Zecken. Leute, das ist doch nicht cool. Wo kommt ihr denn alle her? Ich bin nackt und hier sind lauter Zecken und Sucher. Ja, das wird so nix. Das wird so definitiv nix. Ich lebe noch. Ja, ich lebe nicht mehr. Das nimmt kein gutes Ende gerade. Das nicht gut. Gar nicht gut. Okay. Was machen wir? Eine Rüstung anziehen, eine Waffe neben drauf einprügeln? Kurz was essen? Okay, es wird Zeit. Oh, hier ist ja auch noch ein Sucher, oder was? Das alles jetzt, alles, Mike. Es wird Zeit für den Assassinen. Bin schon wieder tot, Mann. Was ist denn mit denen? Ich weiß auch nicht, die sind alle anwesend. Aber jetzt kommt der Assassine. Wenn er was gegessen hat. So, jetzt muss er kurz warten, der Assassine. Komm schon, leben. Soll das vielleicht da unten machen, am Lagerfeuer? Dann gibt es nämlich noch den Buff. Und dann kann uns keiner aufhalten. Sind wir mal ehrlich. Man muss da einfach nur gut gewappnet reingehen. So, 91 Leben. Hi, Mike. Mike, wenn du kurz wartest, ne? Nehme ich die auseinander.
Es ist Zeit. Für den Assassinen. Der ruft zu den Göttern. Angriff! Volle! Schwert! Volle! Schwert! Ich bin tot. Ja, das kann doch nicht, verdammt. Wir müssen diese Base irgendwie schützen können. Saugt der 2 Sekunden an mir und ich bin einfach leer. Ja, die nächste Waffe. Gar kein Problem. Wir haben ja noch ein paar. Rüstung ist ja das Problem. Ah, die macht uns nur langsamer. Scheiß drauf. Erstmal das halt. Keine Schwäche zeigen. Mit den Knüppel durch. Ich muss nur in meinen richtigen Loot kommen. Und den scheiß Bomber abballern können. Weil er produziert halt Zecken nach. Und das ist nicht gut. Hier randaliert doch schon wieder irgendwer. Hab's genau gesehen, Zecke. So nicht. Gut, jetzt ist das Portal down, das ist scheiße. Das ist... Okay, wir haben kein Portal mehr und ich bin tot. Fuck! Ich glaube, Mike ist schon mittlerweile nicht mehr da. Das ist die Frage. Schauen wir mal. Das ist hier, wo die ganzen Tode sind. Ich mache die jetzt mal großteils weg, ne? Es gibt hier nicht viele Portale. Es gäbe das Mutti-Portal. Da könnte man einmal straight runterlaufen. Brauchen wir aber Kälteding. Andere Option wäre über das Königin-Portal und dann mit dem Boot hier rüberfahren. Das Mutti-Portal ist so die sinnvollste Option. Ist halt scheiße. Vor allem, weil ich halt, ich hab ja nichts mehr. Und sämtliche Waffen darüber getragen quasi. Ich könnte ein Feuersteinmesser mitnehmen. Nehmen wir einen eisernen Streitkolben, besser als nichts, ne? Noch ein Schild, nehmen wir auch mit. Nehmen wir noch einen Hoodie. Was ist das? Brustplatte. Ist das eine Hose? Ja! So, haben wir wenigstens etwas an. Dann beginnt jetzt die lange Reise, würde ich mal sagen. Geil. Dann grillen wir uns nochmal ein paar Sucherfleisch. 5 Stück müssen reichen. Mehr haben wir ja nicht. Also wir haben schon mehr, aber... Ne? Hier, wie auf was anwenden? Grillen sollst du das! Was anwenden, fragt er. Machen wir uns noch 4 Brote. Gibt's gutes Sandwich. So eine Suppe oder Marmelade wäre halt noch geil. Aber ich habe nur Mehl. Was ist denn so eine Lox-Pastete? Oh, ich glaube, die müssen wir auch kochen. Suchersülze. Bringt halt vor allem Eiter. Wo ist die Lox-Pastete? Und die Fleischplatte. Verschiedene Angelköder. Augencreme. Das könnten wir uns eigentlich mal noch machen, falls wir gefrorene Drüsen haben.
mal kurz einen Check machen. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir die haben, aber falls wir die haben, wäre das auf jeden Fall eine Option. 2. Ja, da kommen wir nicht weit mit. Gibt's halt einfach Loksbären. Ganz basic. Ganz, ganz basic, ne? Müssen wir uns gar nicht hier groß denken, oh, wir sind so fancy, wir müssen hier fancy Essen machen. Gib mir mein Brot, bevor es verbrennt. Danke. Gibt einfach Loksbären. So, dann brauchen wir noch einen Kälteresistenztrank. Und dann würde ich sagen, ab durch die Mitte. Einen hätte ich gern. Dankeschön. So, was haben wir gesagt? Wir nehmen die Mutti. Also, ne, wir nehmen das Portal. Und dann gehen wir mal einmal straight hier durch alles durch. Und bis dahin ist da alles weg, ne? Dann kommen wir da hin und da ist gar nichts mehr, was uns im Weg steht. So ist der Plan. Kann ja nur funktionieren. Du erfrierst, ja, das ändern wir jetzt mal. Dankeschön. In welche Richtung müssen wir da runter, oder? Ist das die richtige Richtung? Ja. Grundsätzlich runter. Ich hab was zum Schlagen dabei. Mir kann nichts passieren. Ich fühle mich irgendwie sehr klein und unbedeutend gerade. Ich möchte mich hier mit gar keinem anlegen, muss ich ja gestehen. Ich habe so das Gefühl, alles, was hier existiert, kann mir einfach auf die Fresse hauen. Inklusive dieses Hasen. Die Drachen da hinten sowieso. Der Wolf, der den Hasen jagt, erst recht. So, nicht Wolf. Ich dachte, der Wolf, er kann hier irgendwas machen. Kann er aber gar nicht. Ich brauche Ausdauer. Vielleicht das Schild ausziehen zum Laufen. Okay, ist schon mal schön zu sehen, wir kommen mit einem Wolf noch klar. Jetzt nicht so, dass der erste Wolf uns zerfleischt und ich glaube, dann würde ich depressiv werden. Instant. Also, nope. I'm out. Das tat weh. So, kurz hier im Nebel abkürzen. Müssen wir leicht darüber für den Wald, macht das Sinn? Ja, sollte man mitnehmen. Ist sicherer als der Nebel auf jeden Fall, so ein düster Wald. Da sollte uns eigentlich nichts passieren können. Also ich wüsste zumindest jetzt nicht, was im düster Wald rumläuft, was wir nicht, ne, einfach mal wegmachen können. Ich hätte vielleicht nochmal ein Portalmaterial mitnehmen sollen, um zwischendurch so ein kleines Portal zu stellen in der Nähe von unserer Base. Weißt du, hier schon mal oder so. Da unten ist ein Troll, mit dem müssen wir uns jetzt mal nicht anlegen. Wir laufen jetzt schön durch den Dunkelwald. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich mal eine zweite Komplettrüstung anlegen. Also mit allem drum und dran. So schöne gepolsterte Rüstung, höchste Aufwertungswert. Komplettes zweites Schwarzmetallschwert, zweites Turmschild, zweite Armbrust. Dass wenn sowas ist, dass wir einfach, ich sag mal, in die neue Rüstung schlüpfen können und mit der neuen Rüstung direkt wieder reingehen können. Ohne großes, oh, ich brauche meinen Loot. Und man kommt nicht zum Loot, weil 5 Millionen Zecken einen vergewaltigen. Das wäre vielleicht sinnvoll. Weil das ist wirklich so der Punkt, wo dieses Spiel harte Frustrationstoleranz verlangt. Ist ja nicht so, dass du stirbst und dein Zeug hast und dann, ne, sagst du, okay, da war es gerade zu krass, da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Nee, du stirbst und du bist halt, ne, weg vom Fenster.
So, jetzt gehen wir hier kurz am Sumpfrand entlang. Dann sind wir gleich in der Ebene, glaube ich, wo wir das Schwarzmetall geholt hatten für unseren Hochofen. Also, um das da zu schmelzen, um unsere Zapfsäule zu machen. Ich hoffe, die Zapfsäule steht noch. Und die waren jetzt nicht der Meinung, sie müssten auch die Zapfsäule angreifen. Klappe da hinten. Wird jetzt nicht hier mit Pfeilen Bogen geschossen. Ich denke, der kann mich einfach mit Pfeilen Bogen abschießen. Glaube ja nicht. Bisschen weiter darüber. So. So, jetzt warte ich mal kein Todeskito. Ich ziehe aber trotzdem schon mal den Knüppel. Dass wir in der Lage sind, dem Todeskito direkt den Knüppel über den Kopf zu ziehen. Ja, da drüben ist schon ein Fulling. Also ein Kobold. Aber auch der sollte eigentlich, ne, wenn wir uns ein bisschen konzentrieren, kein Problem sein. Ist das ein Egel mit Stern? Ja, mit einem Stern. Ah, da ist noch ein Draugr. Aber von dem lassen wir uns jetzt nicht beirren. Ah, der verfolgt uns auch nicht. Optimal. Gucken, ob wir noch was essen können. Nee, aktuell nicht. Auch okay. Schönster Sonnenschein hier. Können wir akzeptieren. Wirklich? Du bist mir bis hierhin nachgelaufen? So. Wäre das Problem auch geklärt. Läuft er mir einfach nach? Durch den Nebel durch. Also vor allem durch die Ebene noch durch. So, drückt mal die Daumen. Ja, also du hast mich ein bisschen erschreckt, aber... Das ist okay. So, hier hinter dem Hügel dürfte unsere... Oder das, was davon übrig ist, Base liegen. Ja. Da hat noch wer sehr viel Spaß mit unserer Base gerade. Also da unten irgendwo ist die Leiche, die relevant ist für mich. Den dann vielleicht hier rüberziehen, dann hilft mir der Grau, der Zwerg da unten. Und ich habe vor allem meine Waffen wieder. Das ist das Wichtige. Dann können wir das Portal stellen, kurzen Weg wieder, Base wieder aufbauen. Ist doch alles Schmutz. Alles Schmutz hier. Das ist der Sucher. Das sind die 5 Millionen Zecken. Da ist der Panzer. Muss zu der Leiche da, glaube ich. Würde zumindest Sinn ergeben. Komm. So nicht. Nächste. Nein. Du saugst dich nicht an mir fest. Okay. Ja, ja, kommt ihr ruhig. Kommt ihr ruhig. Nein, 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 nein. Roll dich doch. Roll dich. Sehr schön. Okay. Okay. Das ist jetzt, ne? Also, ich hätte vielleicht einfach den Run machen sollen. Ich hätte einfach draufrennen sollen und sagen sollen, na, ich renne dahin und, ne? Sterb dann halt. Im Worst Case. Sind meine Zwiebeln reif? Nö, auch nicht. Aber gut, für heute reicht das erstmal. Ich glaube, wenn ich nochmal sterbe, dann schmeiße ich hier mit irgendwelchen Dingen um mich. Jetzt mal in aller Ruhe Zwiebeln ernten müssen. Vielleicht ein bisschen Hühnerpflege betreiben. Können wir auch mal gucken. Was Neues geschlüpft ist schon. Ne, die beiden sind noch.
Ei, kann nicht gestapelt werden. Soll ja auch nicht gestapelt werden. Kann ich doppelt schlüpfen. Guck mal, wenn wir die jetzt hier, warte, wir müssen uns richtig drehen. Eins dahin. Eins dahin. Er ist nicht zu kalt, ist warm genug. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und morgen geht's nicht weiter. Übermorgen um 17 Uhr geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin, bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.